Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem Vor-Unboxing. Und zwar habe ich Pakete gekriegt, erstmal so halten, so dass man meine Adresse nicht sieht. Wohl, kann ich ja so machen. So, wie ihr seht, von Lioncast. Und da habe ich nämlich ein paar echt sehr, sehr schöne Sachen angefragt. Extra für euch, weil zu diesen Sachen hatte ich schon einige Fragen bekommen, was ich da so zeigen kann oder empfehlen kann. Und da habe ich gedacht, Mensch, das machst du einfach mal in Videoform. Wie gesagt, das wird jetzt nur das Vor-Unboxing. Ich werde das jetzt mit euch auspacken, was hier alle drin ist. Und das richtige Unboxing zu den einzelnen Produkten mache ich dann am Montag, weil jetzt ist Samstagabend, für mich ist jetzt auch Wochenende eigentlich, aber kann es halt nicht erwarten. Ich will es wenigstens schon mal ausgepackt haben. So, ich würde sagen, ich fange jetzt an wie immer. Ich öffne und dann stelle ich das erstmal hier hin und danach gehen wir durch, was ist. Cool. Finde ich geil. Also ich finde das neue Logo von Lioncast finde ich richtig cool. Mit dem Löwen. Das sah früher so einen Tick anders aus, das Löwen, mit dem Lioncast-Logo. Das neue finde ich gut. So. Zehn. 20. Ach so, okay. Das ist aber vollgepackt mit tollen Sachen. Da erstmal ein fettes Dankeschön von mir aus an Lioncast für die Unterstützung. So, ich werde jetzt erstmal die Kartons hier aufbauen und euch erklären, was hier was ist. Ach so, das ist nicht. Okay. So, da haben wir hier einmal das LC20. Das ist für PlayStation 4 Controller, wie ihr seht. Könnt ihr hier hinten irgendwo lesen. PS4. Da steht PS4. So, und dann haben wir das LC10. Das ist für Xbox One Controller. Sieht das jetzt vom Design ein bisschen anders aus? Ach so. Ah, okay. Okay. Weil ich habe diese LC extra angefragt, weil das Design mir so gefallen hat. Finde ich jetzt richtig geil. Ich habe eigentlich nur PlayStation angefragt, aber ist geil, dass Xbox mitkommt, weil die Aufmachung hier ganz anders ist. Also wie du das fest, wie du die ladest, weil ihr seht ja, die hängen hier so kopfüber. Da seht ihr das zum Beispiel beim Xbox-Controller und beim PlayStation-Controller genauso. Das ist an sich ein richtig geiles Konzept. Und hier vorne steht dann Lioncast drauf. Und zwar, wie das so gemacht wird, weil man hat da keine Steckerverbindung oder so. Man hat da hinten so kleine Nippelchen, die werden dann im Controller drin gesteckt und dadurch wird das geladen. Das werde ich euch dann noch genau vorstellen, weil das habe ich so in der Zusammensetzung noch nicht gesehen. Und da habe ich gedacht, das ist verdammt interessant. So, was haben wir denn hier? Ah, hier haben wir ein Mikrofon. Ich kenne nur die alten von Lioncast, die weißen, die im Doppelpack gab für PS3, Wii und glaube PS2. Oh, sehen die nicht schicki aus? So, hier mit dem Lioncast-Logo und dann hier mit dem Schwarz und mit dem Chrom. Ja, da werden wir halt jetzt, zu dem können wir jetzt nicht wirklich ein Unboxing machen, weil das war nur in der Tüte. Aber das werde ich euch auf jeden Fall genauer vorstellen.
Und das werden wir auch testen. Ich glaube, ich habe auf der PlayStation nur ein Lied. Und wenn nicht, werden wir es an der Wii testen. Da bin ich ganz stolz drauf, euch das zeigen zu können. Das ist mein erstes Mikrofon für, für eine Konsole. So, dann haben wir ein cooles Band mit dazu. Das werde ich mir an mein Schlüsselband machen. An mein Wohnzimmerschlüssel. Wohnzimmerschlüssel, bin ich bescheuert. Wohnungsschlüssel. So, dann haben wir hier. Zweimal die Thumbs, also die für die Triggers hier. Einmal die und einmal hier. Wo da der Unterschied ist, weiß ich nicht. Das muss ich mir dann nachher nochmal genauer durchlesen. Aber ich glaube, einmal ist für Xbox und einmal ist für PlayStation. Grip for Xbox. Ah ja, hier steht es Xbox. Und das wird für PlayStation sein. Das steht dann da drin bestimmt. Ich finde die Tüten und so, das Design von Linecast sieht echt cool aus. Mit diesem Schwarz und Linecast und dem Blau und dass man da so durchgucken kann. Also das ist doch, sieht hochwertig verpackt aus auf jeden Fall schon mal. Das kann ich euch wohl sagen. Ah, darauf habe ich auch gewartet. Da bin ich mal gespannt. Das ist das erste Mal, dass ich sowas in der Hand haben werde. Das ist ein blaues Case, also so ein wie heißt das? Latex, keine Ahnung, Gummicase hier für ein, da seht ihr, für ein PlayStation 4 Controller. Das werde ich groß machen und euch zeigen und dann mal so mein Feedback geben, wie es ist. Und dann habe ich unbedingt noch angefragt einen schicken USB-Kabel. Oh, da ist auch das Linecast-Logo da hinten. Sieht das geil aus oder sieht das geil aus? Das ist cool. Der ist, wie lang ist der? Keine Ahnung. Aber den habe ich extra für euch angefragt, weil viele gefragt haben, die suchen einen preisgünstigen USB-Kabel, der aber auch nach was aussieht, weil wenn Freunde kommen, dass da nicht so ein stinknormaler schwarzer Kabel liegt, das ist jetzt so ein schwarz-blauer, schwarz-blau-Plaster auch ideal zur PlayStation, würde ich jetzt mal so sagen. So, dann werde ich das mal hier so ein bisschen aufbauen, dass man jetzt so ein bisschen, so, machen wir so. So. Und das werde ich euch dann alles am Montagweg anfangen. Ihr werdet jedes Produkt an einem Tag erleben. Ich werde erst mit dem, am Montag wird das kommen. Dann kommt wahrscheinlich am Dienstag das. Dann kommt das Mikrofon, werde ich irgendwo mit drin klatschen, wo es mit dazu kommt. Weil da werde ich ja nur, oder mal gucken, für das Mikrofon werde ich vielleicht ein was längeres Video machen. Das wird an einem einzelnen Tag kommen, das weiß ich noch nicht. Also Montag. Dienstag, Mittwoch und dann werde ich, denke ich mal, die Thumbnail-Dinger werde ich auch am Mittwoch machen. Am Donnerstag und Freitag kommt dann das Video. Also das werdet ihr dann online sehen. Ich werde die jetzt alle schon anfangen, denn Montag, Dienstag zu machen, so dass ihr so wisst, wie die Aufbauart sein wird. Die Ladestation für Xbox, die werde ich wahrscheinlich, da werde ich mal gucken, ob ich mir einen Controller borgen kann, dass ich die euch dann zeigen kann, weil ich habe keinen Xbox-Controller gerade hier, aber da gebe ich mir Mühe, dass ich da noch einen rankriege, dass ich euch noch zeigen kann, wie das aufgebaut wird. So, das soll es auch soweit gewesen sein. Ich freue mich echt, euch das zeigen zu dürfen. Nochmal ganz liebe Grüße an die Firma Linecast in Berlin, die mir das netterweise zur Verfügung gestellt haben, um darüber Videos zu machen für euch. Ja, und das werde ich jetzt am Montag in Angriff nehmen. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich habe heute ein bisschen mit dem Hals zu kämpfen. Ich hoffe, ihr freut euch auch drüber. Ja, dann würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden. Ahoi, sagt euer Odin.